Hallo aus dem Ducas Copy TV Studio in Genf. Zu unserer technischen Analyse begrüße ich heute wieder Jean-François Aufsersack vom Management Joint Trust hier in Genf. Jean-François, willkommen im Studio. Hallo Daniel. Seit Anfang der Woche läuft es also das quantitative Lockerungsprogramm der EZB. Ja, wie reagiert der Euro darauf? Okay, wir werden das anschauen auf unserem Mosaik hier. Es ist ein Auli Mosaik oder eine Perspektive über den nächsten Quartalen. Darauf haben wir Euro, US-Dollar, Dollar Schweiz, Dollar Yen, Euro Schweiz, Gold, dem DAX, dem SMI und das S&P Futures. Und man sieht, dass alle Dollar-Pairs noch in Richtung dem Dollar eingeneigt sind. Man sieht, Euro-Dollar ist immer noch im Abwärtstrend, Dollar-Schweiz immer noch im Aufwärtstrend, Dollar-Yen Aufwärtstrend, Euro-Schweiz auch im Aufwärtstrend, hat noch Potenzial über ein oder zwei Figuren. Und werden wir uns heute auf den Euro konzentrieren. Und hier sind wir auf einer Investors View. Ein Investors View gibt die Perspektive über den nächsten Quartale mit das Weekly Chart oder ein Punkt jede Woche. Die Perspektive über die nächsten Monate mit das Daily Chart oder die Perspektive über die nächsten Wochen mit das Hourly Chart. Und so zuerst mit das Weekly ist immer noch in einem Abwärtstrend. Es ist so seit drei Quartale auf Fingraphs. Unsere Targets waren unter 1,10 schon damals. Heute sind wir unter 1,10 und diese Targets scheinen noch nicht ganz fertig zu sein. Wir könnten sogar bis 1,04 gehen, statistisch mit Fingraphs, um langsam erschöpft zu werden. Aber es gibt noch ein paar Figuren da, um diese statistischen Zielmarken zu erreichen. Von einer Risikoperspektive, unser Riskindex ist am Anfang eine überverkaufte Zone. Die Übertreibung ist noch nicht markant und es dreht sich noch nicht nach oben. So, es sollte noch Platz geben, um ein wenig weiter nach unten zu gehen. So, wir sind immer noch in einem Downtrend, es gibt noch Potenzial. Das ist über die nächsten Quartale. Über die nächsten Monate immer noch in einem Downtrend. Das Riskindex ist auch noch nicht ganz überverkauft. Doch sind die Targets Impulsiv 2 schon erreicht. So, jetzt sind wir ein wenig in einem No Man's Land hier. Und wir werden uns auf diese Projektion auf dem Weekly halten. So Targets in Richtung 1,04 im Moment. Dann auf dem Hourly hat man auch die Impulsive Down Down erreicht. Wir sind in einem überverkaufte Lage. Es hat sich doch noch nicht gedreht. Es gibt ein wenig Berührungen auf unsere zwei Envelopen. Das bedeutet Market Stress und ein wenig Übertreibung. Normalerweise, wenn die größeren Envelopen noch nach unten so stark eingeneigt ist, bedeutet das meistens ein Intermediäre, ein Zwischenlücke. Und so, wir erwarten vielleicht eine Reaktion, aber in an für sich ist das Trend noch abwärts. Und so noch negativ auf die drei Ebenen und so mit noch Potenzial über den nächsten Quartalen. Ganz herzlichen Dank. Bis dahin, wenn wir auf das Gold schauen, da hat es ja auch ein Stück einen Abwärtstrend gegeben. Wird dieser fortgesetzt? Es zeigt hier Potential Resume Downtrend in a Pullback Period. Das bedeutet, wir hatten eine Reaktion nach oben auf dem Daily. Doch das Weekly war immer noch negativ und das Hourly ist wieder negativ. Und das Daily wird sich langsam wieder negativ positionieren. Man sieht hier, das Weekly ist negativ seit Anfang 2013. Die Targets oder die Zielmarken bringen uns zwischen 1200 und 1000. Durchschnitt wäre 1100 und wir glauben, dass wir könnten 1100 schon erwarten über die nächsten Quartalen. Auch hier, das Riskindex ist noch nicht ganz überverkauft, so es sollte noch Platz geben. Auf dem Daily hat man diese Korrektion nach oben gehabt. Es ist genannt SIOP done jetzt. Die Envelopen sind noch leicht in Aufwärtstrend, aber sie sollten sich ziemlich schnell drehen über den nächsten Tagen. Und wir sind noch nicht ganz überverkauft, so es sollte noch Platz nach unten auch hier geben. Und auf dem Hourly, wir kommen langsam zum Impulsive 2 Targets.
Die sind schon aggressiven Targets, dort sind sie noch nicht fertig und die können uns zwischen 11.50 und 11.30 schon bringen. Anfang eine überverkaufte Lage, doch es hat sich auch noch nicht gedreht. So, es sollte noch ein wenig Platz und Zeit geben nach unten auf Gold. Vielen Dank. Und wenn wir noch auf die Aktienmärkte schauen, wie ist die Das S&P korrigiert ein wenig seit Anfang März. Es kommt langsam auf wichtige Supportpunkte mit unseren korrektiven Targets hier in Richtung 2050. Die sollten halten, um die Aufwärtstrend, das wir haben auf dem Daily und der Weekly, zu gewährleisten. Im Moment sind diese langfristigen Sichten schon noch positiv eingeneigt. Das Daily hat hier eine Konsolidierung gehabt zwischen Dezember und Januar, hat ein Breakout gemacht Mitte Februar, vielleicht ein Retest im Moment. Er ist noch positiv eingeneigt und Targets könnte bis 2184 sie können uns doch bringen. Auf dem Weekly gibt es noch Platz. Das ist schon aggressiv, Impulse 2 ab, doch das Trend ist noch im Bull im Moment und die könnten uns über 2200 über den nächsten Quartal bringen. Das bedeutet auf dem DAX, DAX ist noch positiv auf dem Daily, ein wenig in eine überverkaufte Lage hier auf dem Hourly. Die Tage sind gemacht, doch erwarten wir mehr eine Konsolidierung hier. Auf dem Weekly, impulsiv Targets ist erschöpft, doch können wir wie bei dem S&P vielleicht impulsiv zwei Targets schon erwarten. Das Riskindex kommt in die überverkaufte Zone, doch es ist noch nicht in eine starke Übertreibung. So sollte es noch Platz geben über die nächsten Quartale. Ganz herzlichen Dank, Jean-François Ofsersack vom Management Joint Trust und Ihr Produkt heißt fingraphs.com für alle, die es interessiert. Und auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Neueste Analysen und Interviews finden Sie auch auf der Website von Dukas Copy TV. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.